Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Applecat. Heute bauen wir das Diorama, die Schlacht um den Eisplaneten. 658 Teile, purer Bauspaß. Naja, dazu komme ich später noch. Auf jeden Fall, ihr seht schon ein Custom-Baustein-Set von ModBricks. Und jegliche, ich sag mal, Ähnlichkeiten zu irgendwelchen Star-Wars-Geschichten sind natürlich völlig zufällig, denn es ist hier irgendein generischer Eisplanet mit einem generischen Walker mit vier Beinen, einem Walker mit zwei Beinen und zwei Fluggeräten. Also jetzt mal ganz ehrlich, das hier ist natürlich ein Star-Wars-Diorama, aber ohne offizielle Lizenz. Deswegen steht da kein Star-Wars drauf und gar nichts. Aber wir haben ein richtig cooles Diorama hier mit einem AT-AT, einem AT-ST und zwei Snowspeedern mit Schnur und einem Geschützturm und. Und das alles in 658 Teilen und einem sehr, sehr frustreichen Aufbau. Das muss ich jetzt schon mal direkt vorab sagen. Wer sich hier ein Set kaufen möchte für puren Bauspaß, kauft ihr ein anderes Set. Wer ein Set kaufen möchte, um es später hinzustellen, nie mehr anzufassen und sich an einem sehr schönen Diorama erfreuen möchte und auch ein bisschen frustresistent ist, der kann hier zuschlagen, Freunde. Ich habe das Ding hier gebaut über eine Zeit von guten 2 Monaten, also nicht 2 Monate am Stück, sondern ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt und habe es in der Ecke liegen lassen und habe dann nach 6 Wochen mal wieder weitergebaut. Denn ich hatte hier so ein paar Frustpunkte, aber ihr seht schon, wie das jetzt hier heranwächst. Es sieht wirklich gut aus, das muss man den Designern lassen. Ich habe allerdings so meine Zweifel, ob die Designer das Set jemals selbst zusammengebaut haben oder ob das einfach nur am Computer entworfen wurde. Denn wenn man es zusammenbaut und man muss hier wirklich die irrsinnigsten Bautechniken anwenden, wo in alle Richtungen gebaut wird und ihr müsst von der einen Richtung drücken und da fliegt von der anderen Richtung was weg und ihr müsst das festdrücken und dann fliegen euch die Sachen komplett auseinander. Das kann eigentlich keiner schon mal vorher gebaut haben und gesagt haben, ja, lässt sich gut bauen, aber man kann sagen, ja, am Ende, wenn man es geschafft hat, dann sieht es zumindest mal gut aus. Also ihr merkt schon, ich bin so ein klein bisschen frustriert von dem Bau. Und vor allem, es sind sehr, sehr viele Kleinteile natürlich. Das ist fummelig, das ist frickelig, das ist kompliziert. Man traut sich kaum irgendwo was festzudrücken, weil sonst der ganze Spökes, den man vorher gebaut hat, wieder auseinanderfliegt. Gerade hier bei dem AT-AT, den ich gerade hier zusammenbaue. Meine Güte, also da braucht man echt Nerven. Das kann ich euch sagen. Und wenn man die hat, wird man allerdings mit einem sehr schönen Displayset belohnt, das man sich in sein Regal stellt und am besten nicht mehr anpackt. Denn wenn man was anpackt, ist die Chance relativ groß, dass von der einen Stelle, die man anpackt, hinten 3 Sachen wieder abfallen. Also so viel schon mal vorab, Freunde. Kein Bauspaß, aber durchaus eine Herausforderung für alle Klemmbausteinfreunde, die sagen, Lego ist mir ja viel zu einfach und zu simpel. Ich brauche eine Herausforderung. Ja, voilà, mein Freund. Klick in den Link in der Videobeschreibung. Dort ist das Set verlinkt, kostet so 19 Euro. Und da hast du deine Herausforderung. Und jetzt schauen wir uns nochmal das fertige Set an. Und ich zeige euch noch ein paar Details an der Geschichte. Ja, ist es nicht schön? Ist es nicht prächtig? Es ist fertig, Freunde, so gut wie. Und das ist also das Diorama, die Schlacht um den Eisplaneten. Und ganz ehrlich, es sieht gut aus. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Und so sieht die ganze Chose dann mal insgesamt aus. Aber jetzt zeige ich euch noch mal ein paar Schwachpunkte und Probleme und Besonderheiten. Und dafür kommt ihr mal ein bisschen näher ran mit der Kamera. Okay, nähern wir uns der Sache mal an. Ihr seht, ich habe hier so ein paar Einzelteile liegen. Einmal hier ein Schlauch, denn den konnte ich nicht verbauen. Der gehört eigentlich einmal da hinten dran und dann einmal noch hier vorne in diese Noppe rein. Aber die Klemmkraft hiervon ist einfach zu niedrig. Und wenn man das hier befestigt und hier so um die Kurve rum fädelt, dann fliegt das Teil immer wieder ab. Deswegen lassen wir es einfach mal weg. Und hier war bei mir noch ein Teilchen dabei. Das ist natürlich jetzt ein Pech gewesen.
das aus der Gussform unvollständig rauskam. Da war nicht genug Material drin und dann fehlt hier oben das Teil, wo die Noppe drauf sitzt. Und deswegen hat einer meiner Snowspeeder ja einen offenen Hintern sozusagen. So sieht das normalerweise von hinten aus. So soll der Snowspeeder ausschauen. Und mein zweiter, das ist hier oben der sieht so aus, denn das Teilchen sollte hier diese ganze Hinterkonstruktion eigentlich festhalten und da das Teil einfach defekt ist, ja, hat er keine Hinterkonstruktion, sagen wir einfach, das Imperium hat ihm schon den Arsch weggeschossen und dann ignorieren wir das weiterhin. Also, das war das mit den Teilen, die nicht gepasst haben. Aber jetzt schauen wir doch mal rum, was sehen wir denn hier? Also, wir haben einmal hier unser Plateau, sag ich mal, das steht hier auf solchen Füßchen drauf, dass es ein bisschen erhöht wurde. Dann alles hier schön weiß gebaut. Wir sind ja auf dem Eisplaneten. Schnee und Eis, alles weiß, alles gut. Dann haben wir hier einmal einen Geschützturm. Der lässt sich allerdings nicht drehen, der ist so fest verbaut und sieht auch ganz in Ordnung aus. Man erkennt, was es ist. Nebendran haben wir hier so eine kleine Satellitenschüssel noch verbaut und ein paar Antennen. Hier nochmal eine Antenne. Ja, alles schön und alles nett. Hier haben wir so eine kleine Mikrofigur. Seht ihr die? Da ist sie. Eine kleine Mikrofigur. Ob man die da jetzt gebraucht hat oder nicht für das Scale. Naja, wieso nicht? Vielleicht einfach nur, dass man die Größenverhältnisse etwas einschätzen kann. Also, das da ist der Mensch und so groß sind die ganzen Viecher. Ja, wieso nicht? Kann man machen. So, kommen wir mal zum ersten Viech. Und das wäre hier der AT-ST, also der Walker mit zwei Beinen. Und der steht hier mit einem Bein ganz lässig quasi in der Luft. Also hier haben wir einen Transparenzstab, wo dann hier ein Steinchen mit Noppe durchgeht, damit ein Fuß dann zumindest mal hier Halt hat. Der andere, der liegt hier nämlich nur auf und hat gar keine feste Fixierung. Ja, und gebaut ist er, ihr seht schon, aus kleinen Teilen mit ein paar Kugelgelenken oben dran und hier vorne als Gesicht eine Platte. Er hat hier seine mittlere Kanone, so angedeutete Seitenkanonen und von hinten, da schaut er so aus. Man erkennt sofort, was es sein soll und dafür, dass er mit so vielen Kleinteilen gebaut wurde, ist er gut gebaut. Finde ich schon. Eine Schwäche hat er, wenn ich ihn, ich sag mal, so hinstelle, wie er eigentlich in der Position halten sollte, dann ist es bei mir so, dass er nach und nach immer wieder weiter nach vorne kippt, nach einer gewissen Zeit. Und ja, also deswegen muss ich ihn immer so leicht nach hinten übergebeugt hinstellen, damit er nicht hier die Klappe macht im Laufe der Zeit. Also, soweit zu dem Kollegen. Kommen wir zu dem Elefanten im Raum, möchte ich schon sagen, zu dem AT-ST. Und das Teil sieht mal richtig geil aus. Ich habe ja schon so einen gebaut, eine Nummer größer. Der steht, muss ich mich mal selbst hinstellen, hier ganz oben im Regal. Das ist der AT-ST mit Antrieb. Also der hat Akkus eingebaut und kann laufen. Habe ich euch auch schon mal hier gezeigt. Ihr könnt ja mal in den Link klicken, unten in der Videobeschreibung, in meine Lego Lapin & Co. Playlist. Da findet ihr den großen Kollegen. Tja, und jetzt gibt es hier nicht nur eine, zwei, drei, ich würde mal sagen, etwa ja, fünf, sechs Nummern kleiner, aber nicht weniger beeindruckend. Schauen wir mal hier vorne seine Bewaffnung. Er hat insgesamt vier Kanonen, zwei hier an der Seite, rechts und links und hier die mittlere Kanone. Ich traue mich kaum, den anzupacken. Oh, nicht umfallen. Ich traue mich kaum, ihn anzupacken. Die Kopfform, die ist schön getroffen. Wir haben hier auch einen Hals und der ist auch sehr fragil. Also als ich den Kopf aufgesetzt habe, da ist mir hier das halbe Ding direkt wieder auseinandergeflogen. Also den packt man wirklich nur äußerst vorsichtig an. Dann haben wir hier noch so ein paar Details. Oh, das hier ist verbogen, kriege ich. Nee, ich lasse es lieber mal so, wie es ist. Auf jeden Fall, das sollte gerade stehen. Die Beine, die sehen echt gut aus. Also besonders hier das eine, das so ein bisschen nach vorne in diese Gehbewegung dann rein gebaut wurde. Denn da haben wir hier kann man sehen, so ein kleines Gelenk dran, dass wir hier so eine Gehbewegung haben. Alle anderen Beine sind einfach nur gerade nach unten gebaut. Und so sieht das etwas dynamischer aus. Und davon haben wir natürlich dann vier Stück. Hier kann man es nochmal sehen, wie die gebaut sind. Und dann haben wir hier den Oberkörper mit interessanten Teilen. Es sieht alles ein klein bisschen schief und krumm aus. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut, da dran zu gehen, nachdem alles mal gepasst hat einigermaßen. Weil ich echt Angst habe, dass da alles auseinanderfällt. Aber wir haben hier, ihr seht, so zwei alte Revolver verbaut. Und hier drin steckt ein Lightbrick, Freunde. Also hier kann was leuchten. Aber ja, wer hier was leuchten lässt, ich weiß gar nicht, wo das genau
Hier kann man es vielleicht erahnen, hier, wenn man zwischen der Platte durchschaut, da hinten dran ist der Light Brick und der wird ausgelöst, indem man hier hinten ja auf das Hinterteil drückt, aber ich habe es mal einmal probiert, ich habe gedrückt, da hat eine Sekunde was geleuchtet und 5 Sachen sind abgefallen, also den hätte man ruhig weglassen können, da drücke ich in meinem Lebtag nicht mehr drauf, sonst fliegt hier alles auseinander. Aber optisch, ja, schick. Dann hat man hier beim Bau noch das Problem, hier diese Plattensegmente, also 1, 2, 3 und auf der anderen Seite nochmal genauso. Die werden in solche Kugelgelenke reingedrückt mit Kugelköpfen und da braucht man echt Kraft für. Und Kraft ist hier ein Problem, denn wenn man hier Kraft anwendet, dann zerbröselt das Ding gerne mal wieder. Und das ist mir auch mehr als einmal passiert leider. Auch hier bei der Grundplatte übrigens, da baut man auch kreuz und quer in alle Richtungen und dann drückt man da an und die ist mir einmal einfach weggeschnippt und ich konnte alles nochmal von vorne fast zusammenbauen. Ja, echt frustig, ey. Dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Aber wenn man es dann geschafft hat und das sitzt, dann ist das selbst in diesem kleinen Maßstab hier mit den Winkeln und so recht gut getroffen worden. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt, rein optisch. Ja, ist das eine feine Sache. Auch hier mit den Snowspeedern. Ihr seht schon, ein Transparenzstab ist hier angebaut und da wurde dann der Snowspeeder draufgesetzt und die sind sehr, sehr simpel gebaut. Also wenige Teile, aber man kann sofort gut erkennen, was die darstellen sollen. Von daher auch das gut gelöst und vor allem hier das schöne kleine Detail. Ihr seht, eine Schnur, die kann man hier um das Bein rumlegen und dann ja, bringt hier der untere Snowspeeder gleich den Kollegen zu Fall. Und der fällt auch wirklich recht einfach, denn ihr seht, der sitzt hier nur recht wackelig drauf. Ich habe ihn hier nur in eine Noppe reindrücken können und der Rest, der muss einfach von alleine stehen. Also das ist wirklich ein Set, wenn man das gebaut hat, stellt man das vorsichtig irgendwo hin und greift es einfach nicht mehr an und dann sieht es auch gut aus. Also ich habe es schon oft genug gesagt, Freunde, eine Herausforderung, ein Frustbau, aber eine schöne Optik, wenn man es dann geschafft hat. Wie gesagt, mit den paar Schwächen, mit den Teilen, da habe ich einfach hier Pech gehabt mit dem einen Teil. Aber ja, wer Star Wars Fan ist und sowas gerne in sein Regal stellen will, kein Problem. Kauft es euch, zieht es durch und ihr habt dann ein echt schönes Diorama. Ich verlinke euch das Set hier unten in der Videobeschreibung. Gibt es direkt bei Amazon von ModBricks. Und dann kann der Bauspaß losgehen, Freunde. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ich bin froh, dass es fertig ist. Und stellt es jetzt nochmal ganz, ganz vorsichtig ins Regal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vorsicht, ganz sachte. Boah. Scheiße. Seht ihr, was ich meine? Es ist furchtbar. Wobei, das hier kriege ich relativ leicht wieder zusammen. Ach Gott, ich werde noch bekloppt. Also, hier haben wir die Beinpartie, falls ihr euch fragt, wie die aussieht. Und hier haben wir die Partie vom AT-AT. Jetzt könnt ihr mal reinschauen. Es ist echt furchtbar. Das Ding fällt so leicht auseinander. Egal. Baut selbst. Ich bin bedient für heute. Also, bis dann, macht's gut.